Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf Bausucht. Und wie ihr seht, ich habe hier gerade nicht meinen Account, mit dem ich spiele, sondern einen anderen. Und zwar mache ich heute wieder, ich sag mal, eine Art Scammer suchen. Jedoch werde ich heute, wenn die Leute mich nicht scammen, denn einfach, ja, das Geld bzw. das Item, was sie mir gegeben haben, werde ich ihnen wiedergeben. Und zusätzlich werde ich denen auch noch, ja, das Geld, was sie, ja, dafür verlangt haben. Also zum Beispiel, ich bezahle bei jemandem ein Beacon für, kaufe ich für 30k, dann gebe ich dem den Beacon wieder und 30k dazu. Und ja, ich würde sagen, jetzt suchen wir erstmal jemanden, den wir prüfen können, und dann würde ich sagen, ja, fragen wir mal im Chat, ob wer einen Shop hat. Und natürlich müssen wir auch erstmal Slash Settings machen und gucken, dass hier alles aus ist. Münzen darf niemand sehen und Online-Chat darf auch niemand sehen. Und dann gucken wir doch einfach mal. Wie heiße ich denn? Joi Jeffy, okay. Das ist ein sehr komischer Name, aber gut. Ah, da schreibt jemand, er verkauft die Köpfe auf seinem GS. Gehen wir doch einfach mal dahin. PH Captain Scampi. Ich würde sagen, ich kaufe den hier. Den hier will ich haben. Den. MSG Captain Scampi, den hier. Was kostet der? Okay, dann fragen wir mal ganz schnell, das ist jetzt ein Speedtest. Wir fragen jetzt einfach, was der kostet. 40k payen wir Captain Scampi. 40.000. So, haben wir gemacht und bekommen wir den Kopf. Und wir bekommen den Kopf. Ja, ich würde sagen, ja, der sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber ja, wie gesagt, ich pay ihm nochmal 40k und gebe ihm den Kopf. Ja, ich mache einfach mal Slash Spawn und bin wieder weg. Und da ist noch einer, Slash PH Todboxer. Okay, dann gehen wir mal hier zum PH Todboxer. Und, oh, jetzt schreibt der eine, er will nicht. Oh, den lassen wir mal im Glauben. Todboxer. MSG-Me. MSG, was kostet ein Beacon? Okay, fragen wir auch mal, was ein Beacon bei ihm kostet. Okay, er schreibt 45 verhandelbar. Ich würde sagen, nehme 2, würde ich sagen. Für 44,5 pro. Okay, mal gucken, ob er das akzeptiert. Dann, ja, kaufen wir nämlich 2, dann ist es nämlich nicht so auffällig, dass wir gerade Scammersuche machen. Weil häufig macht man es halt bei Scammersuchen so, dass man entweder alles nimmt oder halt nur ein bisschen. PH2 sagt er. Okay, dann geben wir auch mal sein zweites GS. Okay, oh, und er hat auch schon Stuff. Hast du Essen, frage ich mal. Ich weiß nicht, habe ich welches in der EC? Gut, dann kann ich sagen, und kann ich payen, würde ich sagen. Gut, 2 Beacons wollen wir haben für je 44,5, glaube ich, war das, ne? Das heißt 9,89. Pay, Todboxer, 89, 1, 2, 3. Ja, müsste richtig sein, ne? Ja. Okay, ich habe ihn gepayt. Und dann gucken wir noch einfach mal, ob er uns auch 2 Beacons gibt. Ich schreibe einfach mal eben, hab. Hallo? Und okay, er hat mir 2 Beacons gegeben. Es hat aber ein bisschen lange gedauert. Na gut, auf jeden Fall schreibe ich erstmal zurück, danke. Und dann würde ich sagen, pay ich ihm einfach nochmal 89k und lasse ihm die 2 Beacons hier. Dann würde ich sagen, gehe ich auch hier einmal zum Slash Spawn. Und der ist jetzt vielleicht auch was hier los. Aber ich würde sagen, ja, ich wechsle mal eben den Citybuild, sonst spricht sich das hier noch zu schnell rum. Also würde ich sagen, gehe ich mal eben auf Nero rüber. Leute, ich habe gerade noch gesehen, dieser Captain Scampi hat mir noch geschrieben, ich soll meinen Kopf wiederholen. Nice auf jeden Fall. Das heißt, ich glaube, der ist auf jeden Fall definitiv scamfrei. Er hat auch, glaube ich, vorhin geschrieben, er möchte nicht scammen und so. Aber ja, er hat ja auch nicht gescammt. Ich habe ihm das ja mit Absicht wiedergegeben. Also würde ich sagen, jetzt sind wir auf Nero und dann fragen wir einfach mal hier. Und ja, Minecraft, okay, danke. Fragen wir mal hier, ob jemand hier einen Shop hat. Schreibt mal mehr so auf Spieler, hat wer Shop und nicht, hat hier jemand einen Shop. Ich glaube, hat hier jemand einen Shop. Schreiben eher die wenigen Spiel. Und da schreibt einer, er hat einen Shop. Auch eine Landratte. Gucken wir doch mal bei der vorbei. Okay. Irgendwie laggt mein Minecraft gerade die ganze Zeit schon ein bisschen. Okay, ich bin auf jeden Fall bei dem Spieler. Und ich frage einfach mal, was die Karte kostet. MSG unterstrich. Was kostet die Karte? Frage einfach mal, was hier die Karte kostet. Vielleicht sagt er mir einen Preis. Ach, da ist ein Schild. Ah, ich bin dumm. Okay. Hallo, Schild. Warte, Schild lädt bei mir nicht. Jetzt müssen wir das, glaube ich, einmal abbauen oder so. Okay, F3A. Hä, okay. Es ist ja mal mega komisch, dass die Schilder gerade nicht laden. Ich gehe mal kurz weg hier. Noch einmal kurz spawnen und gehe dann wieder dahin. So. Ich lag auch gerade ein bisschen, wie man sieht.
Oh Leute, ich wurde jetzt auch gekickt, weil ich zu sehr gelaggt habe. Okay, ich würde sagen, ich gehe einfach nochmal hier rauf und dann gehen wir einfach nochmal zusammen CS. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder bei ihm bin. Okay, Leute, ich bin wieder auf Nero und ich gehe wieder zu ihm. Aber laggen tue ich hier auf Nero immer noch. In der Lobby lagge ich nicht, komischerweise. Das ist merkwürdig, okay. Ich habe wieder den Befehl eingegeben und mal gucken. Ich bleibe einfach mal jetzt hier stehen und bewege mich nicht allzu sehr. Okay, Leute, ich bin jetzt bei ihm auf dem GS und ich lagge auch nicht mehr. Aber das Schild lädt trotzdem nicht bei mir. Okay, merkwürdig. F3 und A. Hallo. Okay, er hat glaube ich geschrieben 6K. MSG unterstrich bei also 6K die Karte. Ja. Kann ich zahlen? Frage ich einfach mal direkt. Und dann würde ich sagen, Pay unterstrich bei und dann schreiben wir aber 6000. Haben wir ihm erfolgreich gepaid. Und Leute, er baut sogar die Karte direkt für uns ab und dann schreibe ich einfach danke. Droppe ich mir die zu und pay ihm einfach nochmal 6K. Würde sagen, gehen wir mal eben zum Spawn. So, und irgendwie lädt es hier schon wieder so lange. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt beim nächsten wieder. Okay, ich bin wieder auf Gold und mir hat hier auch einer geschrieben, beziehungsweise er hat im öffentlichen Chat auch geschrieben, dass er einen Shop hat. Ich bin einfach mal zu ihm gegangen und oh, der hat da hinten einen Kopf von sich hängen, glaube ich. Ich frage einfach mal, ob er den verkauft. MSG. Was kostet der? Okay, mal gucken, ob er mir antwortet. Okay, also irgendwie antwortet er mir gerade nicht, aber ich glaube, er schreibt jetzt gerade oder sie. Keine Ahnung. Hä? Hallo? Hallo? Wucher. Schlechter Shop. Schreibe ich mal. Falscher Chat. Warum schreibt er mich denn jetzt an? Ich ignore den einfach mal eben. Ich weiß es ja von vorhin. Wenn du das siehst, sorry an dich, aber gut. Ja. MSG Wucher. Ich habe einfach mal schlechter Shop. Okay, dann würde ich sagen, ja. Gut, natürlich, wenn er den jetzt nicht hergibt, ist natürlich gut. Doof, aber ich würde sagen, dann suchen wir einfach wen anders. Okay, der hat mich jetzt gefragt, wie viel fändest du denn okay? 60k? Hä? Du schlechter Käufer? Okay, Deal. Nee. Ja, okay. Okay, ich bin jetzt mal fair und sag, okay. Dann gucken wir doch einfach mal, ob der uns scammt. PH. Ich glaube, Köpfe sind nämlich deutlich weniger als 60k wert. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal hier hin. Lol. Hat sich der Kopf. War der Kopf nicht eben noch ein anderer? Naja, gut, auf jeden Fall pay ich ihm jetzt einfach mal eben hier 60. 1, 2, 3. So, 60.000. Okay, habe ich gezahlt. Dann will ich jetzt aber den Kopf haben. Habe gepaid. Lol, okay. Er hat das jetzt echt gescammt. Hat er nicht? Ich schreibe einfach mal Scammer. Okay, nein, okay. Perfekt. Habe ich mir schon fast gedacht, dass er uns nur trollt. Danke, schreibe ich einfach mal. Dann würde ich sagen, ja, payen wir dem auch natürlich wieder hier. 60k und droppen den Kopf hin. Und er hat es einfach gar nicht gecheckt, dass ich ihm den Kopf hingetroppt habe. Hey, hier. Da. Da, nimm den Kopf, genau, perfekt. Dann würde ich sagen, gehe ich einmal zum Spawn. Und ja. Okay, dann gucken wir doch einfach mal. Und er schreibt einfach nur lol. Ich würde sagen, ich mache einfach mal eben ignore, damit er mir auch nicht dazwischen schreibt. Gut, perfekt. Der wird sich jetzt bestimmt auch nur denken, hä, der gibt mir Items und ignoriert mich dann. Aber gut, ich würde sagen, ja, ich gucke einfach mal. Okay, jemand hat mich angeschrieben, dass er einen Shop hat. PH Rich. Cassie oder wie man das ausspricht, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt bei dem auf dem ersten GS. Bin dein erstes GS, schreibe ich irgendwo zurück. Sind hier auch wieder Schilder irgendwo, welche die ich nicht lesen kann? Ah ja, hier sind Schilder. Bei mir laden Schilder nicht. Was kostet die Karte da? Frage ich einfach mal. Sehe Schilder immer noch nicht. Leute, was ist daran so schwer zu verstehen? Bei mir laden Karten, laden Schilder nicht. Na naja, gut. Auf jeden Fall, was hast du denn zum Verkauf? Hast du einen Beacon für 55k? Ich frage jetzt immer, ob der einen Beacon für 55k hat. Und wenn er jetzt mir nicht sagt, dass man ihn aufs Spawnbild kriegt, dann finde ich eigentlich schon, dass das eine Art Scam ist, aber ich akzeptiere das trotzdem. Ja, warte kurz, okay. Will der uns jetzt ernsthaft ein Beacon für. Oh Gott. Achso, ja, ich gehe zur Seite.
Pass nur auf wegen des Clear Legs. Okay. Kann ich dir also 55k für den. Okay, ich versuche jetzt mal noch irgendwas zu schreiben. Ist der denn auch so viel wert? Okay, ich frage einfach mal, ist der denn auch so viel wert? Wenn er jetzt ja schreibt. Oh, okay. Pay. Okay, kann ich zahlen? Pay, Rich, Cassie, 55, 1, 2, 3. Okay, dann gucken wir doch einfach mal, ob er jetzt ja schreibt. Oder sie, er hat Mädchenskin, keine Ahnung, sie hat Mädchenskin. Okay, ich habe ihm jetzt aber 55k gepaid. Und er gibt uns den Beacon. Ja, würde ich sagen, pay ich ihm nochmal. Schreibe ich erstmal noch Danke. Oder Leute, würdet ihr sagen, es ist schon Scam? Also, keine Ahnung, ich würde halt jetzt behaupten, dass das schon Scam ist. Aber ich würde sagen, der kriegt jetzt schon noch den Beacon von mir zurück und er hat das Geld halt auch. Weil er hat halt beim Verkauf an sich hat er nicht gescammt. Ich würde sagen, ich droppe ihm jetzt hier noch den Beacon zu und pay ihm halt nochmal 55.000 und gibt den halt hier den Beacon zurück. Bitteschön, hier. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, ja Leute, eigentlich war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Abonniert mich auch gerne aktiv für die Glocke. Ansonsten kommentiert auch gerne das Video. Und dann würde ich sagen, war's mit dem Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.